Willkommen zurück zur meinen Folge. Mein Kauf ist der Folge 1122, nicht 23. Ja, wir sind gerade immer noch dabei, ein bisschen Terrakotta zu farmen, und zwar verschiedene Sorten aus dem Berg hier raus. Und da wir noch so viel farmen müssen, beziehungsweise wollen, wir müssen es ja nicht. Wir haben ja natürlich auch ein kleines, ich sag mal, Limit, ne? Also dieses Limit besagt ja quasi, also das Limit ist quasi unsere Spitzhacke. Das ist unser Limit. Und, ja, das ist wunderschön. Und wenn wir unser Limit irgendwann erreicht haben, müssen wir nochmal in die Heimat gehen und müssen ein bisschen Cobblestone vertraden, dass wir ein bisschen reparieren können. Oder wir fahren mal ein bisschen mit der Axt ab. Das könnten wir auch machen. Und dann dementsprechend können wir hier das Ganze hier machen. Aber jetzt müssen wir erstmal hier die hier abbauen. Und dann haben wir gleich auch wahrscheinlich mit dem Braunen wieder das Ganze hier so fertig gemacht. Zack, 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 zack. Genau, und hier kommt jetzt natürlich heißerweise dann. Ja, ob wir das brauchen, ich weiß es nicht. Zack, zack. Und dann müssen wir gleich wieder einsammeln gehen. Doch. So, das ist schön. Müssen nur gucken, weil unsere Spitzhacke 125 Haltbarkeit noch hat, dass wir die nicht ganz zerstören. Das ist nämlich so die Hauptsache. Wunderschön. So. Das sind schon so viele Items, die da können wir gar nicht hier. Zick. So, das Ganze hier begutachten. Ne? Also wir gehen jetzt nochmal 3-4 Reihen durch und dann können wir einmal das Ganze einsammeln. Zack und zack. Wunderbar. Wunder, wunder, wunderbar. Hoch. So, kommt den noch zurück und dann sammeln wir mal ein. Upsala. Also doch nicht den zurück, sondern noch einen. Und dann sammeln wir ein. Hoch. Ja, genau, noch einen. Den wollen wir dann einsammeln, sag ich. Kaputt machen. Zack, zack. So, und dann diese Fuck. Wir haben kein Backup gemacht. Oh nö. Wir sammeln erstmal ein. Wir sammeln erstmal ein. Und gehen, wir müssen schlafen gehen, aber wir müssen erstmal kurz hier hinten einsammeln, weil das ist schon ein bisschen länger her, dass wir die abgebaut haben. Hm. Ah, wir können ja nicht abbauen. Und zack. Gehen wir erstmal schlafen.
Nee, nicht eh. Zack, zack, zack. Können wir nochmal durchlaufen und das Ganze einsammeln. Dies ist ein sehr trauriger Moment. Ich habe ein bisschen, ja. Ein bisschen, verkackt, würde ich sagen. Das heißt, ja. Ja, wir haben einen sehr traurigen Moment in diesem Leben hier erreicht. Es ist so traurig, es ist so traurig, es ist einfach nur traurig. Wir haben eine Spitzhacke kaputt gemacht. Es ist einfach so traurig, guckt euch den Clip nochmal an. Und seht selbst, wie schnell sowas gehen kann. So weiß haben wir natürlich nicht, weil wir wahrscheinlich keine Scheuerboxen mehr haben. Ich weiß gar nicht mehr. Aber wir haben die wahrscheinlich alle im Lager, ne? So, wir haben auch natürlich jetzt unsere ganzen anderen Sachen auch nicht da. Okay, gut, wir haben gar kein Portal. Hier fällt mir gerade auf. Das heißt, wir müssen sogar zurückfliegen. Und zwar in diese Richtung. Was wiederum bedeutet, wir tun das braune Terrakotta noch da rein. Das Weiße nehmen wir mal mit, weil wir haben halt keine Schweigerboxen mehr, ne? Nehmen die Sticks nochmal mit. Und dann können wir schon mal hier runterfliegen. Dann können wir hier schon mal hinlaufen und zack. Und einmal zack nach oben. Und dann hier direkt nach Hause, also Richtung nach Hause. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, da müssen wir uns halt eine neue holen. Ich meine, gut, wir hätten jetzt mit der anderen natürlich arbeiten können, ne, aber. Nö. Das ist doch noch ein Stückchen. War doch nicht. Ich dachte irgendwie, das wäre mehr weiter. Ui, zack, zack. Aber wir können hier die hier mitnehmen. Und zwar die, die und die. Können wir schon mal bei uns ins Lager mit reinschmeißen. Zack. Ja, das ist traurig, ein sehr trauriger Moment. Und dann hier jetzt wieder zurück. Wunderschön. Guck mal, kriegen wir vielleicht sogar mit einer Rakete hin. Na, nicht ganz. Doch. Ah, wir haben es mit einer Rakete hingekriegt. Geil. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. So, wir wollen die Richtung zurück. Und dann können wir jetzt einmal nach Hause gehen. Also beziehungsweise in unser Lager zurück. Und da können wir dann einmal die da reinschmeißen. Zack, und die Stöcke. So, hier haben wir noch Sandstein. Dann haben wir schon mal die, ja, die Schalkerbox, die wir nicht abbauen können, aber wir können sie jetzt abbauen. Eine leere. Was haben wir denn mit unseren, was haben wir denn hier drin? Hätten wir noch ein Schwert, eine Axt. Ich glaube, wir haben ja wahrscheinlich auch schon mal eine Spitzhacke rausgegriffen. Hier ist Beacon-Zeugs, hier ist was anderes drin, ne? Ja, hier ist Raketen drin. Die bleiben auch da. Hier ist auch nochmal Beacon-Zeugs drin. Jo, hier ist auf jeden Fall genug Beacon-Stuff.
Aber hier sind Beacon und Gold, also Goldblöcke. Das heißt, das ist Zeug, was wir irgendwann mal vielleicht brauchen werden. Hat mir nicht mal hier so Schalker. Machen wir die Einsatz. Wir haben doch mal. Hier sind noch Bienennests drin. Hat mir der Effizienz 5 Anbreak gegen 3 Mending. Und Silk Touch. Hier müsste eigentlich noch Silk Touch drauf. Aber wir hatten doch mal. Wir haben doch mal ein paar Schalker gefarmt. Wir haben doch mal ein paar Schalker gefarmt. Wo sind sie denn hin? Mir die irgendwo nirgendwo verloren oder wir müssen erstmal Richtung Endzeugs laufen. Ne, hier sind Mobdrops. Also ich meine Mobdrops, da können es auch hingehören, aber das gehört glaube ich eher ins End. Glaube ich. Ja, hier sind schon mal diese an. Hier ist Holz. Wo hab ich denn das? Das ist Endzeug. Hier ist der Nether. Eine große Nähteabteilung, da gehört es nicht rein. Da ist Grünzeug. Ich habe die doch hier rein. Ja gut, hier können wir dann ein paar machen. Wir brauchen glaube ich 2 Stück, also nehmen wir mal für 16 Schalker-Boxen was mit. Das heißt 16 paar Kisten. Ein paar Kisten, ein bisschen Zeugs. 30. Mal gucken, wie viele wir jetzt brauchen dafür. 16. Zack. Oh, so viel Platz haben wir gar nicht. Gut, dann müssen wir jetzt mal ganz kurz die da nehmen und müssen. Zack, zack, zack. Da ist irgendeine jetzt voll. Nö. Doch, die ist. Also, das ist jetzt die, die doch voll ist. So, 14 Kisten gerade zurück und dann können wir nämlich nochmal. Ein paar Schalker-Boxen wenigstens. Wo schmeißen wir die denn rein? Wir können es eigentlich mal hier reinschmeißen. So, zack. So, und die kommen nochmal in die Enderkiste. Wunderschön. Also so ganz wunderschön ist es halt nicht, ne? Aber wir wollen dann noch unsere Toolsbox haben kurz. Die wollen wir uns mal mitnehmen. Können wir gerade eigentlich auslassen machen, tun gehen. War der schon immer so groß? Ja, wahrscheinlich, ne? Also ich habe den nicht kleiner größer eingesetzt. Jo, da kommen wir nämlich ganz schnell da durch. So, was haben wir denn hier drin? Hier haben wir noch Tools. Also wir hätten auf jeden Fall noch ein paar Silk Touch übrig. Gut, dann haben wir sie wenigstens jetzt ein bisschen. Ja, ersetzt nicht, aber ausgetauscht. Das heißt, wir dürfen irgendwann nochmal in Richtung dieses Levels gehen, also sprich nochmal upgraden. Und zwar bevor wir updaten, das dieser Welt hier. Naja, gut. Aus Fehler lernt man, ne? Gut. Aus Fehlern lernt man. So, jetzt können wir nämlich hier nehmen wir Packed Eis und hier auch nochmal Packed Eis wahrscheinlich auch. Aber was willst du machen, ne? Steckst du nicht hinten drin? Oder war der Hinweg nur mit 2 Raketen machbar? Ich weiß nicht mehr. Ich habe irgendwie immer 3 Raketen gebraucht. Ich weiß nicht warum. Nee, also mit 2 Raketen ist tatsächlich machbar. Oh, 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 oh. Also wir sind auch gleich wieder zurück, ne? Wir sind auch gleich wieder zurück. Ach, geht auch nicht.
Gut, dann fliegen wir einmal. Zack. In Richtung, oder? Nur, dass wir da richtig gucken. Wunderschön. Sind wir auch gleich wieder zurück. Lehnt euch zurück. Wir fliegen ganz entspannt wieder zurück in die Terrakotta-Wüste. Und, ja, seid ganz entspannt dabei. So, wir wollten mal gucken, wenn wir schon mal hier sind. Hier gibt es nämlich so ein paar. Ist das tatsächlich eine gelbe Ader, eine gelbe Ebene? Ja, ist tatsächlich eine gelbe Ebene. Gut, könnt ihr mal so lassen. Das heißt, wenn wir gleich gelb haben wollen, können wir auf jeden Fall auf dieser Ebene sehr gut farmen gehen. Dies ist schon mal eine sehr gute Sache. Wir gehen nochmal schlafen. Das ist das zweite Mal für heute. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da und ein Abo. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.